Endlich Spotify für Xbox. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einem weiteren Sonntagstutorial. Und wie ihr es schon mitbekommen habt, geht es heute um die App Spotify. Spotify gibt es nun kostenlos im Store zum Download. Hier könnt ihr dann die App ganz normal verwenden, wie ihr sie gewohnt seid, wie ihr sie vielleicht sogar kennt. Und wer ein Abo hat, kann natürlich seine Musik direkt über sein Smartphone steuern, ohne dass er jemals in die App der Xbox muss. Sobald ihr die App gestartet habt, landet ihr im Anmeldebildschirm. Hier könnt ihr euch nun registrieren, falls ihr noch keinen Spotify-Account habt oder ihr meldet euch mit eurem Account an. Solltet ihr euch nun anmelden wollen, klickt ihr einfach auf Anmelden. Nun habt ihr die Möglichkeit, eine Anmeldung durchzuführen über euer Smartphone oder ein Tablet. Solltet ihr trotzdem eine andere Anmeldung bevorzugen, dann geht ihr einfach nach rechts. Hier könnt ihr dann eure Anmeldemethode ganz normal mit Account und Passwort festlegen. Ich zeige euch nun die Anmeldung mit meinem Smartphone. Diese ist vergleichbar mit einem Tablet oder auch mit anderen Smartphones. Ich öffne Spotify. Ihr seht nun schon, ganz unten kann ich auf die Leiste tippen. Das mache ich jetzt auch. Jetzt bin ich hier in der Übersicht. Nun kann ich ganz unten, schaut mal, ganz unten am Rand steht, verfügbare Geräte. Da klicke ich jetzt drauf. Und nun sagt er schon, du hörst es auf diesem iPhone. Nun kann ich sagen, Hans, Spotify Connect mit dem Gamepad davor. Da klicke ich jetzt drauf. Und nun achtet auf der Xbox, ich bin sofort angemeldet und nun habe ich alle meine Daten auch auf der Xbox. Das heißt, ich bin sofort connected. Ich brauche nichts weiter machen. Nun bin ich mit meinem Spotify-Account auf meiner Xbox ebenfalls angemeldet. Super einfach, oder? Nachdem ihr nun erfolgreich über die Xbox mit eurem Spotify-Account angemeldet seid, könnt ihr diese natürlich nun mit eurem Smartphone oder Tablet natürlich wunderbar steuern. Natürlich könnt ihr auch Spotify im Hintergrund benutzen. Dafür könnt ihr dann ganz einfach den Guide öffnen. Bei mir sieht das jetzt etwas anders aus, da ich schon das neue Dashboard habe. Aber bei euch ist es natürlich auch noch im alten Dashboard zu finden. Demnach könnt ihr hier wunderbar Spotify im Hintergrund verwenden. Und ihr müsst die App noch nicht mal mehr wieder starten, um dann ein Lied weiter vor- oder zurück zu machen. Das könnt ihr dann bequem über euer Smartphone oder euer Tablet machen. Ich hoffe, diese kleine Info war für dich wieder einmal hilfreich. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere auch meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Denn jeden Sonntag, 14 Uhr, gibt es hier ein Tutorial für deine Xbox. Solltest du nun noch Fragen dazu haben, dann einfach ab damit in die Kommentare. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers!